Yay. Es läuft. Es läuft langsam, aber es läuft. So, Ippi, die neuen Akkus sind da. Die neuen alten Akkus. Jetzt ist der alte, der ja nicht mehr so alt, ja nicht mehr so alt ist. Hat wieder ausgedient. 3 Monate oder so, vielleicht 4. Obwohl er noch volle Power hat. Ja, aber diese Buchsen, die geben hier auf und diese USB-Buchsen, die sind ein bisschen. Mann, ich weiß auch nicht. Ja, gut, wie auch immer, irgendwann werde ich mich mal darum kümmern, die ganzen USB-Buchsen nachzulöten und dann habe ich irgendwie 50 Akkus oder so. Jetzt habe ich erstmal neue gekauft, weil es einfach schneller geht, bevor ich die Zeit finde, das nachzulöten. Und hoffe, dass jetzt damit die Aufnahmen wieder klappen. Also, jetzt bringen wir erstmal Anouk in die Schule. Danach habe ich den Termin wegen der Wohnungsbesichtigung, wegen dem Rauskaufen von dem Zeug. Da freue ich mich schon drauf und dann melde ich mich wieder bei euch. Ja. Den jetzt, hä? Mal doch mitnehmen, kleiner Keks. Für einen Jahreskeks. Jahreskeks, ja. Schon ein bisschen trocken. Schon ein bisschen dröge. Oh, lecker hier. Das gute Neukölln. Er duftet auch sehr. Und lass auf der Straße. Oh, bitte. Ach, da ist jemand aber glücklich übers Auto fahren. Ich weiß. Ich. Nicht. Tina, ich glaube nicht, das ist extra Babyspielzeug, Schatz. Ja, was denn? Dass du dir so eine Sorge machst. Na gut, wie auch immer. Ich fahre jetzt wieder zurück. Dann fahre ich in die Wohnung. Auch wieder nach Steglitz hier. Fahre ich genau wieder hier runter, hier hinten runter. Unter den Eichen. Schon der Stau ist. Immerhin. Aber ein kleiner Schrank gibt es noch. Ja, kauf das, wo 100.000 Euro versteckt drin sind. Ja. Hey. Dann nehme ich auch den kleinen Schrank. Vergiss es. Wenn in der Wohnung war, dann hast du keine Chance. Ja, aber er kennt nicht alles. Er kennt alle Verstecke. Alle, das ist ein Geldschnüfflerschwein. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Ist ja zum Beispiel auch 10 Euro. Wenn man die Beutel kauft, ist natürlich auch ein teures Gerät letztendlich. Ne? Aber ich finde, das ist das Hygienische. Wie viele Beutel brauchst du denn wo? Ich weiß es schon. Ja. Thank you.
Übung bin ich durch jetzt. Hol ich Anouk wieder ab und dann fahren wir nach Hause. Oh. Oh. Schön, dass es geklappt hat so. Freut mich. Packst du die anderen Sachen hier rüber in die andere Wohnung? Nee, da kommt vieles von den Keller. Oder wird gleich verkauft. Nimm mal den fest. Schwitzen bin ich die ganze Zeit. Ich auch. In der Schule drin. Und? Man muss da so ein Schild umdrehen. Das stand frei und ich so gut, ich muss nicht warten und hab dann umgedreht und bin selbst gegangen. Als ich rausgegangen bin, da lief sogar eine Kamera. Und ich so, ah, ich glaube, ich bin. Ja, dann dachte ich mir, Junge. Hä? Wieso lief da eine Kamera? Wir schrauben gerade draußen bei einem. Ach, guck mal, ich zeige euch jetzt mal, was ich gekauft habe. Was ist denn das alles? So, gekauft habe ich dieses Tonbandgerät. Grundig TK14. In wirklich guten Zustand. Das habe ich gekauft. Die Kopfhörer hier von Pioneer habe ich gekauft. Zum Beispiel. Dann habe ich eine Akai-Bandmaschine geholt. Hier gekauft. Das ist das beste Lob heute, was ich geholt habe. Dann halt Kleinkram, einen Haufen Kleinkram, eine Küchenwaage, ein paar Schmuck-Portemonnaies hier, Schmuck-Etuis. Mittlerweile schon! Hier, so eine Küchenwaage, die fand ich geil. Die fand ich genial, die musste ich haben. Söhnle. Zack. Die kleine Fotobox hier, fand ich niedlich. Ich sag, nee, ich sitz drauf, ich bin der Motor. Nee. Schaltplattensammlung, Technik, drei Anzüge, Haufen Scheiß, ein Elektromotor. Nee, hab ich nicht gekauft. Den hat der Kollege hier gebracht. Jetzt sind Schuhe. Magnetboxen. Riesenteile. Schmeiß weg, ey, China! Sollte man nicht machen, aber. China, Europa! Ob die Schwerkraft noch funktioniert, wa? Ja, muss er aushelfen. Ey, ich dachte, der die Schwerkraft testet, bin ich immer. Ja, auch. Sind wir alle. Hier, Vivian Westwood.
haben wir auch hier jetzt im Fahrradsalon, wie wir in Westwood. Hugo Boss. Hugo Boss, Yves Saint Laurent. Alles was wolltest du. Ja, troll dich mal. Und wenn sie ihn meldet, dann meldet er sich ja bei dir. Und wenn das doch bei mir ankommt über E-Mail, dann verweise ich auf die Telefonnummer. Fertig aus. Dann erklärt ihr das. Und wenn du das verkauft hast, ja wie, sag Bescheid, wegen Löschen. Ja? Aber sag bitte Bescheid auf alle Fälle. Wenn ich es nicht in den nächsten Tagen wegkriege, kommen noch 200 Euro. Ja, du, wie gesagt, das steht, aber das ist eben nicht, dass du denkst, dann irgendwie was. Nee, ich will es eigentlich nicht. Ich will das nicht ausnutzen, deine Situation, aber ich will auch nicht, dass jeder meine Situation ausnutzt, bloß weil ich einen Fahrradladen hier habe und jeder sein Zeug gut bei mir verkauft bekommt. Das muss ich halt auch in Grenzen halten, weißt du? Das ist einfach das Problem, sagen wir es mal so. Ich weiß. Weil ich habe da oben noch eine ganze Menge Leute sitzen, die alle irgendwie, wenn ich nach Hause komme, höre ich, ich habe Hunger. Wenn ich früh morgens losgehe, höre ich, was gibt zu essen. Die ganze Zeit. Bring was mit zu essen. Siehst du, da sehen, bring, mach, kauf. Ja, ja. Wie bei den Vögeln, ne? Ja, ohne Scheiß. Die sitzen ja an ihrem Nest und alle piep, 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 piep. Schnabel auf und los. No, no. No, huh? I think that's the only one. It's built for this kind of fight. Okay, thank you very much. See you. Ciao. Und wie haben wir es denn? Den Nippel müssen wir abschägen. Aber das kann ich zu Hause auch machen. Ne? Ja, der muss. Weil der schlägt unten den Motor. Der Platz sollte ja auch eigentlich andersrum. Habe ich mir auch gedacht. Ja, weil die Kurbel, da wo die Kurbel kommt, sozusagen. Na gut, dann schlägst du dann hier gegen das Blech. Dann ist das Blech ab. Okay, dann machen wir einfach eine Zange her, dann machen wir den einfach so. Ja, den musst du schon wenig abschneiden, oder? Ach. Wenn es jetzt nicht montiert wäre, würde ich sagen, den Nippel einfach ausbohren. Ausbohren. Klar, ist doch ein bisschen mutig. Ja, du wolltest doch Zahnarzt. Dann hättest du mal eine Sekunde eher sagen müssen. Jo, dann hätten wir halt ganz gut rausgekriegt. Ich mach's ja nochmal ab, ist ja nichts Problem. Da können wir nämlich einfach mit dem Bohrer immer hin und dann ist ja, der ist ja so viel. Der Kollege auch gerade gesagt. Ja. Weil so abbrechen, dann verziehst vielleicht jetzt. Gute zweite mitdenkende Hand ist richtig. Ja, deswegen sind wir ja jetzt. Manchmal zu zweit, manchmal zu dritt. Hier, Achim. Papa, sag heute, ich sag jetzt bei dir. Bis wir dich. So. Ja, gib mal her. So weit waren wir schon. Den Rotz. Achso, das ist schon der andere. Ja. Das andere ohne abmachen. Der kleine andere. Na denn. Yay. Jo, Feierabend ist es. Und ich habe hier. Unser Essen. Ach. Feierabend ist es und unser Essen kommt. Okay. Sehr genial. Und ich habe hier einen Brief bekommen. Mach mal auf. Darf ich rein sein? Ist ja geil. Hallo Familie Müller, ich möchte mich für die schönen Fahrradsalon-Vlogs bedanken. Vielen Dank für Ihre Zeit, die Mühe und das Geld, das Sie in die Videos stecken. Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich für die Zukunft alles Gute, viele Grüße. Der Franz Josef. Mensch, danke. Pers, wie ich schon letztes Jahr schrieb, mit PayPal habe ich nichts am Hut. Jetzt hat Marlies das nicht mitbekommen. 50 Euro sind da drin. Mann, ey, ein fettes Dankeschön auf alle Fälle. Das ist ja Wahnsinn. Und weißt du, wie gut sich das trifft? Weil die Akkus sind nämlich angekommen jetzt, die neuen Akkus für die Kamera. Nur deswegen kann ich jetzt auch wieder wunderbar filmen.
Und die neue Karte ist da. Yay, die zeige ich euch auch gleich. Die kostet ja alleine schon Fuffi. 47 Euro oder so. Tada, die kam nämlich heute mit der Post. Das kam mit der Post und dann kam der Brief mit der Post. Ach, wie geil ist das, ey. 50 Euro, ey. Das ist echt... Das ist viel Geld. Das ist viel Geld, Mann. Danke dafür auf alle Fälle. Ein dickes Dankeschön an euch und an alle, die, die uns unterstützen. Unterstützt haben, unterstützen werden, wie auch immer. Also, jetzt gibt es erstmal Nahrung. Weil ich bin total happy. Also, dass ich so gute Fans habe, auch anscheinend irgendwie die Sachen auch bei einigen Leuten wenigstens so gut ankommen. Natürlich gibt es auch mal die Leute, die das alles scheiße finden und doof finden und was auch immer. Und wieso macht er denn Ditte und dies und das und jenes. Aber es gibt eben auch Leute wie euch, die das geil finden. Und genau für die mache ich das. Für die Leute, die es schön finden. Für die, die es nicht schön finden, ich will ja keinen quälen. Wieso mache ich es ja nicht? Einfach weitergehen zum nächsten Kanal oder so. Aber toll. Und wisst ihr was? Von Patrick habe ich ja auch das Ding bei mir auf dem am Schreibtisch hängen. Und auch der Brief wird auch gerahmt und so hingehangen. Mit Geld drin. Bei Patrick ist das Geld auch immer noch hinten dran. Die 1000 Abonnenten geschenkt von Patrick. Das habe ich immer noch da bei mir am Schreibtisch stehen. Und der ist immer noch, der hat auch ein bisschen Geld hinten dran geheftet und ist auch noch mit dran. Ne? Also. Daumen hoch! Dankeschön dafür, ja, ganz fette Dankeschön. Also, und jetzt gibt's Schranke. Essen. Hey, guck mal, schaut mal. Ich wusste nicht, dass du willst, dass ich jetzt zwei essen so? Wird. Ich hab das Carbonara geholt. Das sieht doch lecker aus. Und dann habe ich dir immer so scharfe Nudeln geholt. Ich weiß nicht, ob du das eigentlich... Scharfe Nudeln? Ja, mit so einer scharfen Soße. Schafnudeln? Nein. Mm. Aber ich weiß, dass du das auch gerne lecker, lecker, yummy, yummy, lecker, lecker, yum. Na Mensch, ich freue mich über die Karte, ich freue mich über den Brief, ich freue mich über alles, über das Essen natürlich und darüber, dass ich auch so eine tolle Familie habe, mit der ich das alles genießen kann. Und ihr seid echt sehenswert offensichtlich, wenn jemand 50 Euro dafür bezahlt, euch ziehen zu dürfen. Das ist doch aber ganz toll. Naja. Die streiten? Na gut, und ich möchte mich jetzt von euch verabschieden. Also nochmal ganz lieben Dank und wir sehen uns. Wir müssen streiten um den Platz im Bett. Wir haben 1, 2, 3, jedes Kind hat sein eigenes 4, Bett. 5 Betten. Liegen aber zusammen in einem. Und die wollen zusammen in einem kleinen Bett schlafen. Das ist so unglaublich. Hunger. Mal, das fängt schon an ohne mich. Also wie gesagt, nochmal herzlichen Dankeschön. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Gebt alle mal einen Daumen hoch oder so. Wer einen Daumen runter geht, wie gesagt, geht doch einfach weiter, geht auf diesen Kanal und trollt euch sozusagen. Das ist doch alles nicht so wichtig. Ne? Das ist halt jedem seine freie Entscheidung. Also, bis dann. Ciao.